Die Schüler der 6. Klasse des Schwadow-Gymnasiums im Berliner Stadtteil Zehlendorf haben alle Hände voll zu tun. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin nehmen sie am Bildungsprogramm Gemüseakademie teil, das Christoph Schmitz und seine Kollegen vom Startup Academia ins Leben gerufen haben. Wir wollen den Kindern vermitteln, wo Lebensmittel herkommen, wie man sie selbst anbaut und so einfach die Wertschätzung für Lebensmittel steigern, schon wirklich im Kindesalter. Und dazu legen wir einen Acker an, der ungefähr 100 bis 200 Quadratmeter groß ist. Da bauen die Kinder 25 Gemüsekulturen selbstständig an und werden über das Jahr von uns begleitet. Das Angebot der Gemüseakademie richtet sich an Schulen, Kitas und andere Bildungseinrichtungen im Kinder- und Jugendbereich. Das gemeinsame Arbeiten läuft in der Regel über ein komplettes Kalenderjahr. Die Acker werden auf den Schulhöfen oder nahegelegenen Freiflächen angelegt. Ja, wir finden eigentlich normalerweise für jede Schule eine Lösung, weil Gott sei Dank hat auch jede Schule einen Schulhof. Und wenn es eben nicht in der Nachbarschaft eine Brachfläche gibt oder eine landwirtschaftliche Fläche, dann finden wir eine Fläche auf dem Schulhof. Und nur in ganz wirklichen Ausnahmefällen, wo es dann eben wegen Beschattung und ungünstigen Bodenverhältnissen nicht geklappt hat, haben wir dann auf Hochbeete ausgewichen. Und der Plan scheint aufzugehen. Die Ackerschüler aus Berlin jedenfalls sind aus vielen verschiedenen Gründen von dem außergewöhnlichen Unterricht begeistert. Ich habe mich richtig doll darüber gefreut, als wir den ersten Sellerie rausziehen konnten und auch über den Kohlrabi, weil den Kohlrabi haben wir selber gegessen und die Blätter, auf die haben sich meine Kaninchen gestürzt wie nix. Ich wusste jetzt vieles nicht über die Tiere, die dort in diesen Teilen leben, also in der Erde leben und helfen, dass die Pflanzen gute Nährstoffe aus dem Boden ziehen können. Also mir macht Spaß daran, dass man auch dieses Hacken, dass wenn man wütend ist, kann man auch mal aufs das Unkraut ein bisschen draufhauen. Auch die Vermittlung von theoretischem Wissen über den Anbau von Gemüse wird von Christoph Schmitz und seinen Kolleginnen unterstützt. Dafür bekommen die Lehrkräfte der teilnehmenden Schulen von den Startup-Bauern aus Berlin vielseitige Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt. Am wichtigsten sind eigentlich die Ackerinfos, die jede Woche kommen, damit die Kinder wirklich praktisch auf dem Beet wissen, was zu tun ist. Und dann gibt es eben noch weitere Begleitmaterialien, die man zusätzlich noch im Unterricht einsetzen kann, die eben so auf spielerische Art den Umgang mit dem Acker ja, den Kindern nahe bringen, mit kleinen Quiz und Aufgaben, die die Kinder ganz gerne so knobelnd lösen dann. Und die Macher von Academia gehen mit ihrer Arbeit noch einen Schritt weiter. So wird in eigenen Forschungsprojekten die gesellschaftliche Entfremdung von der Lebensmittelproduktion untersucht. Auch für große Unternehmen hat das Social Startup Angebote. Wir beraten auch Unternehmen, weil immer mehr Unternehmen auf uns zukommen und sagen, ja, wir haben auch Interesse an sowas. Unsere Mitarbeiter sollen sich auch gesund ernähren. Sie sollen wieder wissen, wo die Lebensmittel herkommen. Und so haben wir angefangen, dass wir auch wirklich Äcker an die Unternehmen bringen. Also sie haben ihren eigenen Unternehmensacker, wo sie dann wöchentlich hingehen. Das kann wirklicher Garten sein, das kann Hochbeet sein, das kann sogar Indoor sein. Also wir haben auch Indoor-Angebote. Man kann Christoph Schmitz und seinem Team nur wünschen, dass ihre Arbeit Schule macht und noch mehr Kinder und Erwachsene über die Arbeit auf dem Acker Lebensmittel neu kennenlernen. Denn über das gemeinsame Arbeiten werden noch ganz andere Fähigkeiten geschult. Ich glaube, das stärkt auch ziemlich gut den Zusammenhalt der Klasse. Weil man macht halt vieles gemeinsam und man kann hier jetzt sozusagen nichts alleine wirklich erreichen, sondern man muss halt wirklich alles mit der Gruppe gemeinsam machen. Und was aus Lehrersicht auch noch schön ist, ist, dass man die Kinder auch mal von einer ganz anderen Seite kennenlernt, weil halt viele Sachen, die im Unterricht nicht so gefordert sind, hier wirklich wichtig sind, ne? Dass man sich organisiert, dass man auch Gruppen zusammenhält, eine Eigenverantwortung auch entwickelt. Das lernen die hier auf dem Acker und können das dann wieder mit in die Schule und in den Unterricht nehmen. Über 16.000 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland haben bis heute an der Gemüseakademie teilgenommen. Ein Musterbeispiel dafür, wie die Vermittlung von wichtigem Wissen richtig viel Spaß machen kann.